Hey Leute, eure Controller werden an der Nintendo Switch hier nicht erkannt. Vielleicht auch eure Joy-Con-Controller. Dann zeige ich euch einmal, was ihr tun könnt. Der erste Schritt, den man immer mal macht, man kennt es vom PC, man drückt hier die Power-Taste etwas länger gedrückt, bis man hier in das Power-Menü kommt und dann kann man bei den Power-Optionen die einmal richtig ausschalten und neu starten und schauen, wie es sich dann entsprechend verhält, ja, dann geht man hier nochmal in die Einstellung vom Controller rein und schaut eben, ja, nach Controllern suchen und macht die Probe nochmal. Die Joy-Cons sind hier in dem Fall da. Wie man andere Controller verbindet, habe ich euch hier einmal verlinkt, könnt ihr euch gerne im Anschluss angucken, ja, dass man da also noch einmal schaut, ob das Ganze funktioniert. So, ansonsten kann man natürlich auch nochmal hier in die Systemeinstellung reingehen und was man immer mal prüfen sollte, das ist hier Controller und Sensoren. Man kann dann hier runtergehen, Controller aktualisieren drücken. Die sind hier auf dem neuesten Stand, das ist also auch immer ganz wichtig. Und dann kann man hier auch nochmal kalibrieren. Das wollte ich jetzt gar nicht drücken. Und zwar hier die Synchronisation mal aufheben. Dafür drücken wir jetzt die ganze Zeit hier die X-Taste. Jetzt sind die alle aufgehoben, bis auf die, die jetzt eben entsprechend angeschlossen worden sind. So, was wir dann noch machen können, wenn es immer noch nicht funktioniert, dann nehmen wir hier mal die Controller entsprechend ab. Da drückt man einfach hier hinten auf den Knopf drauf, zieht diese ab und kann diese jetzt resetten, das heißt zurücksetzen. Ihr habt hier so einen kleinen Knopf, den drückt ihr einmal, jetzt geht hier das Licht aus. Ihr seht auch schon, ich habe jetzt hier gar keine Kontrolle mehr über den Controller. Und jetzt drücke ich den hier wieder rein. So, und dann wird er dann entsprechend wieder synchronisiert. Ihr seht das jetzt, der blinkt. Und dann kann ich ihn hier wieder dran machen. Und dann habt ihr auch wieder Kontrolle über die Nintendo Switch. Ja, diese Dinge solltet ihr mal durchprobieren, wenn die Controller hier nicht funktionieren. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, freue ich mich für einen Daumen nach oben. Gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.